Und nächster Redner ist von der ÖVP, es ist der Wirtschaftssprecher Peter Haubner. Geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, zuerst möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, um den österreichischen Wirtinnen und Wirten zu danken. Sie schaffen es immer wieder, unter schwierigsten Rahmenbedingungen höchste Qualität zu leisten und absolute Höchstleistungen zu erbringen, egal ob im städtischen Bereich oder im ländlichen Bereich. Und Sie sind damit ein Aushängeschild für Österreich und sind sicher ein Teil des Geheimnisses des österreichischen Erfolges im Tourismus. Und meine Damen und Herren, wir haben auch die Studie genau durchgelesen, hätte hier wahrscheinlich genauso zitieren können wie der Kollege Matznetter, der mir natürlich jetzt meine Redezeit dementsprechend verkürzt. Aber ich möchte trotzdem schon einiges dazu sagen. Und ich glaube, wir müssen das schon realistisch sehen. Einfach haben es die Wirten nicht. Also hier etwas zu beschönigen, halte ich für den falschen Weg, meine Damen und Herren. Aber, und ich möchte auch, Herr Bundeskanzler, bei aller Wertschätzung, aber, und wirklich, der Herr Attila Dogotan ist ein toller Unternehmer, der für Österreich auf der ganzen Welt sehr viel leistet. Aber wir haben über 50.000 Gastronomen und Wirten in diesem Lande, die mit im ländlichen Raum schon des Öfteren auch um ihr Überleben kämpfen. Und deshalb geht es darum, dass wir hier auch Unterstützung leisten und dass wir hier auch erkennen, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Und deshalb, glaube ich, geht es auch um eines, es geht um Wertschätzung. Es geht auch um Wertschätzung unserer Wirten, unserer Gastronomen, die wir hier aufbringen sollten. Und ich hätte mir bei Ihnen ein bisschen mehr Emotion für unsere Wirten erwartet. Und ich würde mir wünschen, dass von Ihrer Seite und Ihren Kollegen in der Regierung auch nicht immer die Unternehmer kriminalisiert und in ein Eck gestellt werden, in das sie nicht hingehören. Denn wir gehen davon aus, dass der Unternehmer ein ehrbarer Kaufmann, ein ehrbarer Wirt, ein ehrbarer Selbstständiger ist. Und ich kann das selber sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und bei mir zu Hause, mein Vater, war immer einer, der den Schilling damals halt und dann den Euro in das eigene Unternehmen investiert hat und geschaut hat, dass es auch den Mitarbeitern gut geht, weil wenn es den Mitarbeitern gut gegangen ist, dann ist es auch uns gut gegangen. In der Hinsicht war das immer ein Miteinander und das sollten wir sagen, wir sollten nicht ausspielen und die einen kriminalisieren und die anderen sind die Guten. Ich glaube, es geht nur miteinander. Wirte sind Arbeitgeber. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die österreichische Gastronomie fast 150.000 Menschen beschäftigt, dass sie über 3.000 Lehrlinge ausbildet, also irrsinnig viel beiträgt zu diesem Österreich, das von den Touristen so gerne besucht wird. Und dass dieses Österreich so erfolgreich ist, ist ein Teil davon zurückzuführen, dass der Wirt im Ort existiert. Und der Beruf des Wirts ist so traditionell wie die österreichische Geschichte. Und das Wirtshaus ist doch, wenn man schaut, und ich bin bekennender Gasthaus- und Wirtshaus-Fan, ist doch neben den eigenen vier Wänden der beliebteste Aufenthaltsort der Österreicherinnen und Österreicher. Und das trotz moderner Kommunikationsformen wie Digitalisierung und wie Handy gehen die Leute gern zum Wirt, weil man dort reden kann, weil man dort gehört wird, dort, wo sie die Menschen treffen und dort, wo man bekannte Freunde trifft, Geschäfte macht, zuhört und redet. Also das Gastronomie ist ein Menschenwerk, von Hand gemacht und von Menschen für Menschen und die österreichische Gastronomie, und ich möchte das noch einmal betonen, ist uns sehr wertvoll. Und deshalb, und das ist halt, Frau Kollegin Dietrich, muss man schon sagen, 2/3 der steirischen Wirten sehen ihre Zukunft durchaus positiv. Ich glaube, das ist deshalb, weil in dem Wirten genauso ein positiver Unternehmergeist wohnt wie im Unternehmer selber. Und der Wirt ist ein Unternehmer und deshalb gehört er in der Hinsicht unterstützt und nicht krank geredet. Und deshalb müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir unterstützen. Und ich kann mein Bundesland Salzburg, mein Heimatbundesland, da hernehmen. Wir haben eine tolle Aktion mit dem Bauernherbst. Es wird vom Land gefördert. Wir wollen nicht unbedingt, dass wir nur von Förderung leben. Da bin ich mit dem Kollegen Schellhorn schon einer Meinung. Aber eine gute Geschichte wird mit Werbung international beworben. 350 Wirten in 73 Gemeinden machen mit, 250.000 Werbebudget. Und da kommen halt 70.000, 80.000 Gäste und beleben die Region und beleben die Gasthäuser. Ich glaube, das ist eine intelligente Politik, eine intelligente Tourismuspolitik, und so sollten wir das auch sehen, meine Damen und Herren. Und
Weil der Kollege Essl so klatscht und das geht in einem sehr guten Miteinander mit der Landwirtschaft. Das möchte ich da auch betonen, weil das ist also Wirtschaft und Landwirtschaft gehören in diesem Bereich zusammen und das ist eine gute Geschichte. Und jetzt haben wir, weil es heute schon kritisiert worden ist, Betriebsübergaben und so weiter. Wir wissen, dass in den nächsten 10 Jahren ungefähr 58.000 Unternehmen in Österreich zur Betriebsübergabe anstehen. Davon 40.000 im Familienbereich. Diese 40.000 haben ungefähr 300.000 Arbeitsplätze. Naja, was soll man da tun? Da müssen wir schon was tun. Da müssen wir schauen, dass diese Übergaben eben in der Familie leistbar bleiben. Und das haben wir mit dieser neuen Steuerreform gemacht, meine Damen und Herren. Wir haben die Betriebsübergabe in der Familie leistbar gemacht und leistbar gehalten. Wenn ich heute meinen Betrieb übergebe in der Familie, dann brauche ich bis 900.000 Euro keine Grunderwerbsteuer zahlen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und wenn ich ein bisschen drüber komme, dann ist es immer nur so, dass es leistbar ist. Und wenn ich ein Problem habe in einem Jahr, kann ich den Aufwand auf 5 Jahre verteilen. Das ist Unternehmerpolitik, Marke ÖVP. In der Hinsicht, glaube ich, können wir den Wirten weiter Unterstützung geben. Und in diesem Sinne wollen wir erfolgreiche und gute Gastronomen in Österreich. Danke vielmals. Einfach hätten es die Wirte besonders im ländlichen Raum nicht, hält Peter Haubner von der ÖVP fest. Sie würden teilweise ums Überleben kämpfen und hätten mehr Wertschätzung verdient, sagt er in Richtung des Bundeskanzlers.